Ich möchte dich heute begrüßen vor einem meiner Altäre, die dem Weltengeschehen gewidmet sind. Einerseits die Statue Kemé, hier eine weibliche Kraft. Für andere wird sie wieder als männliche Kraft bezeichnet. Eine Urkraft, die den Menschen in Bewegung hält. Tod und Auferstehung werden vergehen. Es ist diese intensive Beweglichkeit des menschlichen Lebens in Verbindung mit Veränderungen, mit Wandel. Und in so einem Wandel stehen wir derzeit. Es ist so wichtig, dass wir in aktuellen Krisen, wie die Krise dieses Krieges, der sehr nahe von unseren Grenzen stattfindet, dass wir uns bewusst sind, dass diese energetischen Entladungen wahrlich auch mit uns Menschen, mit der gesamten Menschheit zu tun haben und nicht nur mit einem Menschen, über den sich diese negativen Energien entladen. Kemé ist in Maya eine Schutzkraft, Schutz aus der Kraft der Beweglichkeit, Schutz aus dem ganz bei sich sein, sich auch in Intensitäten, in Schreckensnachrichten nicht von sich selbst wegzubewegen. Schauen wir, was wir tun können, schauen wir, wie wir aktiv mitwirken können, einwirken können, aber bleiben wir parallel ganz bei uns. Ich habe vor Kemé das kleine Büchlein von Ferdinand von Schirach hingestellt, Jeder Mensch, ein wunderbares kleines Werk, das groß ist, das unsere Menschenrechte darstellt und das auch die Erweiterungsmöglichkeiten von Menschenrechten in unserem heutigen Zeitgeist symbolisiert. Kemé in Verbindung mit den Federn, mit dem Geist, mit der Beweglichkeit, mit der Leichtigkeit, die wir jetzt so notwendig brauchen. Der Hauptaltar, das Bild des Hüters, des Wächters in die Innenwelten von uns selbst, aber auch in die Innenreiche unseres Planeten. Die indigenen Stämme wissen vom Wesen, die gleichermaßen Bewohner unseres Planeten sind, aber eben in anderer Seinsform. Sie leben in den Innenreichen und es ist in dieser Zeit des Wandels ganz eminent wichtig, sich dieser Wesen bewusst zu sein. Sie sind weiterentwickelt, als wir es sind und sie können einen ganz gewichtigen Beitrag geben in den Herausforderungen des Zeitgeistes. Davor die Weltkugel und ein ganz altes Maya-Symbol, die Vernetzung des Plejadenwesens mit der Jaguarkraft. Ein alter Ritualgegenstand aus einer Tempelanlage der Maya. Die Symbole des Moses-Stabes, jetzt in dieser Zeit Haltung zu bewahren, jetzt in dieser Zeit diese Schlangenenergie, diese Kundalini-Energie in sich zu bewegen. Menschen, die bewegen, bewegen die Welt. Wir brauchen viele Menschen jetzt, die ihre Beweglichkeit zeigen und ausdrücken. Ich möchte heute vor diesem Altar dieses Ritual bekunden, der Vernetzung der verschiedenen Reiche, der Unterreiche, des Mittelreiches unseres Planeten, unseres Lebensumfeldes in Verbindung mit den Naturwelten und die Oberreiche, die Lichtwelten, aus denen wir so viele Hilfen bekommen könnten, wenn wir offener, sensibler, leichter wären. Ich habe den nächsten Guatemala-Aufenthalt im Juli, August jetzt
dieser Thematik gewidmet. 4 Tage Arbeit in der Klärung der Aspekte, die im eigenen Dunkel liegen. Menschen bekommen Effizienz in der rituellen Arbeit, wenn sie letztendlich Beweglichkeit durch innere Reinheit und Klärung bekommen. Zugleich ein 4-Tages-Aufenthalt in täglicher Verbindung mit den Unterreichen und mit der Erfahrung, wie viel Liebe aus dem verstorbenen Reich zu uns Menschen fließt. Gerade seitens der Ahnen, gerade seitens derer, die Kriege mitgemacht haben. Aber auch von Kräften wie Keme, die die menschliche Seele begleiten und das menschliche Karma behüten und die wissen, was in uns angelegt ist als Aufgabe. Die Begegnung mit den Naturwelten im Zentrum Pazmundo in Guatemala, ein ganz besonderer Auftrag, die Welten dort, wo der Äther wahrlich dünner ist, zu spüren, die Naturwesen wahrzunehmen, unseren Planeten zu ehren. Es ist so wichtig, dass wir wieder lernen, wie wir über Natur, über Gaben in die Natur gegeben, unseren Planeten wieder verschönern in ihrem Energiefeld. Mutter und Vater Erde. Und dann ganz besonders diese Toröffnungen in die Lichtwelten, wenn innere karmische Prozesse unserer eigenen tiefen Bereiche, unseres Unbewussten, wenn die sich klären und wenn sich parallel dazu Lichtwelten und Ebenen für uns öffnen und dann diese ganz zentrale Herzens- und Geistesbewegung der plejadischen Wesen, die für die Mayas und für viele alte Naturvölker ganz eine zentrale Bedeutung haben und hatten. Deswegen auch hier die Maske, die letztendlich symbolisiert, was in Maya-Prophezeiungen angelegt ist. Diese alten Weisen aus den plejadischen Ebenen, sie sind Wesen der Liebe und der Weisheit. Die Mayas würden sagen, Jesus, Maria, andere Hebräer, aber auch Herzensweise anderer Kulturkreise, sie sind unmittelbar vernetzt mit dem Wesen der Plejaden. Unsere Kinder der Zukunft werden diesen Geist von Liebe, Weisheit in sich tragen. Und so bitte ich mit diesem Altar um die Toröffnungen in die Lichtwelten. Ich bitte darum, dass all das Geschehen, das wir als schmerzvoll, als Katastrophe empfinden, dass dieses Geschehen ein Aspekt des Wandels ist, der Umschichtungen auf unserem Planeten. In diesem Sinne erbitte ich deine Mitarbeit, dein Mitwirken, sei es in den gemeinschaftlichen Zusammenkünften, in den Seminaren, sei es bei den ganz besonderen Momenten, wo an einem uralten Maya-Platz in Guatemala diese ganz, ganz großen liebenden Weisen der Maya und der außer- und innerirdischen Welten sich eben besser zeigen können. Ich werde dieses Gruppengeschehen begleiten, zusammen mit wunderbaren Menschen, denen ich vertraue. Und somit möchte ich dich einladen, gemeinsam in diese Pazmundo-Arbeit zu gehen, ohne Rücksicht auf die Aspekte, wie sie sich jetzt im Weltengeschehen zeigen. Wir arbeiten bereits für die zukünftigen Generationen. Wir arbeiten dafür, dass unsere Kinder eine Welt erleben, in der die Tore zu den Naturwesen wieder offener sind. Dass unsere Kinder eine Welt erleben, wo sie spüren, wie wichtig es ist, mit Bruder und Schwester Tod in Verbindung zu sein.
dass wir spüren, wie wunderbare kosmische Lichtwesen für uns da wären, wenn wir sie in unser Energiesystem aufnehmen könnten. Dafür gilt es zu arbeiten. In diesem Sinne lade ich dich ein, die Passmunder-Programme anzuschauen, letztendlich auch in manchen Newslettern Informationen zu bekommen, wenn es heikel wird in unserem Umfeld. Ich möchte dich aus diesen Altären segnen und dir aus tiefstem Herzen für dein Mitwirken danken. In diesem Sinne eine gesegnete Zeit und den Mut, sich auf Welten einzulassen, die mit uns Menschen unmittelbar verbunden stehen. Der Kosmos bewegt sich und wir Menschen müssen uns als kosmische Wesen mitbewegen. Einen Herzensgruß aus dem Kraftfeld Passmunder. Dein Norbert Muicke.